Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Pikmin 2 mit Mike Gamer und seinem Co-Moderator, dem Martin. Wieder mit der üblichen Begrüßung, wie wir es alle kennen und lieben und ja, gewohnt eben. Sind und. Aua. Ja. Höhle des Ursprungs brauchen wir nicht, da haben wir schon alles. Über der Erde ist bestimmt noch was. Und zwei Höhlen haben wir hier noch zu entdecken. Also gehen wir da einfach mal rein. Yeah. Hier landen. Was genau uns jetzt erwartet, wie gesagt, weiß ich nicht. Es ist komplett blind. Aber da ich sowieso jetzt mit blauen Pikmin weitermachen muss, kann ich auch vorher noch ein paar blaue Pikmin sammeln. Ja, eine Maßnahme. Ihr fangt da schon an. Doof. So, jetzt hier blau. Genau. Da oben ist nix. Da ist ein Fünfer. Kaputt machen. Mitnehmen. Ihr kommt mit. Dann haben wir da noch. Habe ich doch irgendwie vorhin. Genau. So, das kaputt machen. Mitnehmen. Das kaputt machen. Und mitnehmen. Und dann habe ich doch erstmal ein paar. Das sollte dann auch reichen. Erst könnt ihr das noch mitnehmen? Ja, sollte zumindest erstmal für die aktuelle Mission reichen. Was auch immer die aktuelle Mission sein soll. Und warum die da genau durch den Lichtschein der gelben Zwiebel das durchgetragen haben, statt den direkten Weg zu nehmen, will ich, glaube ich, lieber nicht wissen. So, hier ist brav pflücken. Im Doppelpack. Zack, 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 zack. Und schon habe ich 65 tolle Pikmin. 64. Hinterm Raumschiff ist noch eins. Was machst du da? Ach, die beiden Einnahmenblumen lasse ich jetzt mal hier. Aber ich lasse Louis vor allem auch hier. Ich lasse Louis hier, so. Und Olimar geht dann mit dem Pikmin los. Warum ich Louis hier lasse? Man weiß nie, ob man mal Teamwork braucht. So, ihr werdet jetzt den kaputt machen, genau. Und einfach nur, weil ich es kann, mache ich den Dicken da noch kaputt. Kann ich den hinterher noch abtransportieren, falls ich abends noch Zeit habe. Ja, ungünstig. War jetzt so nicht geplant, aber egal. Habe ich noch 59 Pikmin übrig. Wie viel habe ich eben gehabt? 65. 6 verloren. Wassermauer. Da ist nix. Da ist eine Wassermauer. Einreißen! Die Mauer muss weg. Naja, wie die, damals, ne? Die Limo muss weg. Limo, ja. Ja, ja. Aua. Ja. Nochmal? Nein, na danke. Gut. Schneller? Warum seid ihr so lahmarschig? So, was haben wir hier? Wir können hier scheinbar Wasser wegmachen. Aber das heißt, ich müsste doch auch da Wasser wegmachen. Das fließt ab. Achso, das ist alles dasselbe. Ja, das war zumindest. Dann komme ich hier auch mit anderen Pikmin lang. Schöne Sache. Ja. Gut. Dann muss ich mal gucken. Hier Brücke ist bauen, soweit so. Nix. Was ist das da im Wasser? Das sind Gegner. Ihr seid Gegner? Starke Gegner. Sehr, sehr starke. Oh, das geht auch so. Sehr starke Gegner. Wo ist denn das sehr stark? Ja. Tralalalalalalala. Also von sehr stark sehe ich hier nix. Egal. Dann muss ich aber hier irgendwie auch hochkommen. Ja, da... Links, weiter. Links.
Genau da. Ach, da ganz hinten. Genau. Was bist du? Der kann durch Wasser schießen. Ah! Der kann die Dinger ja steuern, das ist doof. Das ist cool. Nein! Das ist verdammt doof. Das hat auch Vorteile. Aber nicht für mich. Du kannst die Stellen auf Gegner lenken. Und... Ah! Vorsicht. Gut. Dass du halt mit den Felsen andere Gegner zerstören kannst gleich. Ah ja. Das ist so ganz cool, wenn man... Ah, Feuer, 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 genau. Feuer. Aber muss ich trotzdem besiegen. Sonst komme ich nicht an die Brücke. Du kannst da vorbeilaufen. Ist doof. Komm mal her. Ah, kommt mal her. Vorbeilaufen ist lame. So. Landet mal hinter ihm und auf ihm. So, jetzt dauert es vielleicht ein bisschen länger, als wenn ich rote Pikmin hätte, aber auch der ist besiegt. So, der ist auch so ein Feuerfuzzi. Gut. Sind wir alle drauf da. Gut. Und das war's. Wozu braucht man rote Pikmin bei solchen Viechern? Ich habe immer nur noch 38 blaue, das wurmt mich ein bisschen. So. Kannst du theoretisch mit Felsen auf den anderen Gegner steuern lassen? Na los dann. Spuck. Und. Oh. Bumm. Was? Oder auf ihn selber auch, geht auch. Leute, ja. Warum trifft er nicht? Er hat einen Panzer auch, so. Das ist natürlich... Von vorne? Jawohl. Ja. Mal gucken, ob das jetzt auch klappt. Danke für den Tipp übrigens. Ja, ja. Bumm. Danke für den Tipp, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Das ist ein cooler Trick, ich weiß. So, brauche ich die blauen noch? Weißt du das? Ich lasse erstmal da. Warum, was du machen willst? In eine Höhle rein? Dann nicht unbedingt. Nee, ich nehme mal an, dass da erstmal ein Schatz ist. Ja. Nehme ich erstmal die mit. Gift brauchst du eventuell auch. Also eine Giftmauer auch, wo eine Höhle drin ist. Ich nehme erstmal alles mit, was ich kriegen kann. Ja. Ein Graben gibt's. Oh nein. Genau. So, 15 noch und dann passt das. Mhm. Ist vielleicht nicht ganz ausgeglichen, aber ich habe von allem etwas. Eine schöne bunte Wuseltruppe. Ja. Wo so ein paar lila Blattpigmen hinterherhängen. Hinken. Ja. Könntest auch nochmal einen Schnapper besiegen, wenn du möchtest. Sehe ich so aus? Was will ich denn damit? Da ist so ein Schatz. Dann. Naja. Doof. Du kannst aber auch erstmal mit den weißen Buddeln, wenn du da rechts auf die Anhöhe da gehst. Da? Ja, dann musst du das Signal folgen. Muss ja da links, genau, und da ungefähr. Muss was zum Graben sein. Müssten sie ja jetzt irgendwo. Mal automatisch irgendwie. Ja, ah! Ja. Ich habe doch mehr als zwei, warum? Ach, da sind sie alle. Alle, ja, ist gut. Ja, ja. Alle 13 sind es, glaube ich. Nee, so viele sind es nicht. So, jetzt müssen aber alle mithelfen können. Genau, das sieht geil aus, wie die da wuseln. Ja. Gut. Das ist das. Die anderen können dann mitkommen. Danke für den Hinweis. Ja, ja.
Wasserhaken alles. Wasser. Ja. Wie sollte ich bloß auf die Idee kommen, dass es in dem Spiel Wasser gibt? Hier sind tote Gegner. Wie kommen die bloß hier hin? Hingezaubert. Da rechts müsste gleich eine Gifttür sein. Eine Giftwand. Das ist jetzt noch so, das genau. Knolle oder was das war. Ich war gerade nur irritiert, weil wegen Videosequenz und so. Komisch. Naja, naja. Stachlige Leckerei. Ja. Schmackofatz. Nom nom nom. So, rechts, Gift. Da ist Gift. Ja. So, erstmal mit denen, das Vieh. Gut. Tralala. So, ist da noch was? Ja. Erstmal hier lila, weiße Pikmin. Weiße Pikmin. Ja, weiße Pikmin. Der hat eine Identitätskrise, würde ich mal grob sagen. Gut. So, dann gehe ich erstmal ohne Pikmin gucken, was da so ist. Mhm. Ein Blasebalg-Fuzzi-Typ. Eine Treppe, wie es aussieht. Mhm. Und da oben komme ich wohl über die Treppe hin. Ja. Da links, wenn du da hochgehst, ist noch ein. Ein dumm, dämliches Vieh erstmal. Ja. Welches ich jetzt hoffentlich mit den paar roten Pikmin hier locker erledigen kann. Hoffentlich. Obwohl, warum rote, wenn man die Kampftruppe hat? Ja, die Stelle ist ein bisschen fies im Spiel. Kommt nicht so wirklich schnell hoch und die Steine, die rollen halt runter, ne? Ja, sehe ich gerade. Ja. Hätte ich vielleicht vorher sagen müssen. Hochwerfen kann man auch nicht. Ja. So, jetzt aber. Ja, das ist zumindest. So ein Arschloch-Gegner ist das. Nehme ich ihn mal. Ah! Vor allem jeder Gegner ist paralysiert, wenn ich da Fett Pikmin drauf werfe. Nur der nicht. Oh. Nein. Das ist böse. Ja. Ich glaube, ich muss mir noch mal lila Pikmin holen demnächst. Ja. Sag mal, regeneriert er sich immer, oder? Ich weiß es nicht. Oha. Alter, jetzt kommt ihr mal wieder her hier. Erstmal. Tag ist gleich vorbei, ne? Ja, sehe ich auch. Ja. So viel zum Thema, wie viel schafft man in einem Tag? Na gut, dann hole ich mir demnächst eine Armee mit lila Pikmin und smash den dann in einem gewaltigen Rush weg. Das mache ich dann aber offscreen, da müsst ihr nicht unbedingt dabei sein, wenn ich mir da eine halbe Stunde nur Pikmin, also lila Pikmin farme in der einen Höhle. Tralala. Macht ihr das Ding mal schneller kaputt? Schneller? Oh, kommt ihr erstmal her hier. Ja, Lian dann auch die beiden. Gut. Und die weißen schnell. Jetzt. Einer. Gut. Toll. Ich hoffe, die restlichen sind in der Basis. Und sieht so aus. Na super. Muss ich doch nochmal Weiße mit hinnehmen für die Mauer. Ja.
Und verspachteln sie was? Sieht nicht so aus. Was? So ein feuerhässliches ja. Mistvieh. Den hab ich doch auch schon mal irgendwo gesehen. War das in der Höhle oder was wie? Irgendwo sind wir darauf schon mal gestoßen. Oder den nicht mehr. Ja, wir haben eine stachelige Leckerei gekriegt. Oh. Ich habe noch genau 5 lila Pikmin. 14 lila mehr verloren. Autsch. Ein paar wilde Tiere leben unter der Brücke. Die denken, ich sei ihr Kumpel. Mein Anzug ist voller Haare. Jämmerlich. Aber wenigstens sind sie schön warm. Hm. Oh Gott. Ja. So, gut. Dann ist das auch mal wieder ein guter Punkt, über 16 Minuten, um den Part zu beenden. Das war's für dieses Mal von Mike Gamer und Martin. Bis dahin und tschüss. Tschüss.